Wer ist der erfolgreichste Schweizer Sänger oder die erfolgreichste Sängerin, wenn man so den Verkauf der Tonträger anschaut? Ist das jetzt der Göhle? Bei weitem nicht. Ist das der DJ Bobo? Ja, könnte man sagen, der hat schon ein paar Millionen verkauft, europaweit, sogar auf der ganzen Welt. Sveni Schneider ist es auch noch nicht. Dann müssen wir weiter schauen. Wir haben den Mann gefunden und freuen uns, dass er heute Abend live bei uns im Studio ist. Er ist in der Tat ein Weltstar, weil mit dieser Gruppe, die er auftritt, haben sie mittlerweile fast 27 Millionen Tonträger verkauft. Das soll noch jemand behaupten, das Musikbusiness sei am Boden. Wir freuen uns heute Abend bei uns, ihn zu haben. Die Gruppe heisst Il Divo. Sicher ein weltbekannter Begriff. Aber sein Name ist Urs Bühler. Guten Abend, Urs. Guten Abend. Ist es ein Segen oder ein Fluch, dass man deine Gruppe weltweit kennt, aber deinen Namen als Tenor weniger? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, wir sind insofern in einer sehr glücklichen Situation, dass wir, wie du gesagt hast, weltweit einen Erfolg haben. Aber wenn ich allein irgendwie in einen Kaffee hückeln und einen Tee trinken, dann stört mich also niemand, weil der Königswert ist nicht so gross. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Situation, in der wir uns drinnen befinden, weil du kannst einfach gleich dein Privatleben noch ganz als ein normaler Mensch leben. Was hast du das Gefühl, wie viele Schweizerinnen und Schweizer, die auch einen Teil von diesen 25 Millionen Tonträger oder 27 Millionen Tonträger beigesteuert haben, die ich verkauft habe, kennen dich namentlich, wissen, dass bei dieser Gruppe Il Divo einer von diesen vier, einer ist aus der Schweiz, aus Willisau, Luzern? Ich weiss nicht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, von den Schweizer Fans wissen wahrscheinlich viele, dass ein Schweizer bei der Gruppe dabei ist. Die wissen wahrscheinlich, dass ich das bin, dass ich von Willisau bin. Das wissen wahrscheinlich schon viel weniger. Man hört es jetzt natürlich. Oder? Die Luzerner Akzent hast du behalten können, weil du lebst selber in London. Das ist auch dort, wo das Management ist von Il Divo, wo das Ganze auch weltweit gesteuert wird. Also auch in London, wenn du gehst, in West End einen Kaffee trinken irgendwo, da kennt man dich auch nicht wirklich. Jetzt, du, es kommt immer jemand vor. Aber im Allgemeinen haben wir schon das Glück, dass unsere Fans oder die Leute, die dich eben kennen, dass die sehr respektvoll sind. Manchmal gibt es ganz coole Sachen. Ich kann mich erinnern, wo die erste CD rausgekommen ist, also das ist 8 Jahre her, bin ich auf Spanien aber in die Ferien. Und zwar war das schon in der Nachsaison und bin am Morgen in ein Kaffee hückeln. Und da ist eine Frau vorbeigekommen und die hat die frische CD aus der Handtasche rausgenommen und hat gesagt, könnte ich ein Autogramm haben. Und ich habe gesagt, nein, das geht ja nicht. Aber das ist einmal passiert und nachher dann nicht mehr, oder? Also ja, nein, wir haben ein gutes Leben, ein ruhiges Leben. Genau, ein gutes Leben. Also du lebst dann auch nicht so wie die grossen Musikstars, die vielleicht zum Teil noch ein bisschen mehr CDs verkauft haben, die sich nicht mehr fast können wehren von Fans, also Robbie Williams und so, oder? Dein Leben ist anders. Wie ist dein Leben denn, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Wenn ich nicht auf der Bühne stehe, ist mein Leben wirklich ganz normal, glaube ich. Und ich bin ja ganz normal aufgewachsen, eben zu Willisau hinten, als eines von 5 Geschwistern. Und ja, da hat es eigentlich nichts Spezielles gegeben. Und ich habe die Wurzeln einfach behalten, das ist für mich ganz klar. Also ich habe jetzt nicht irgendwie... Also lebst nicht mit Bodyguards und Hunderten von Limousinen, wo du gar nicht mehr weißt, welche das noch dir sind? Nein. Das ist alles. Weißt du, musst ja das alles selber zahlen, wenn du das machst. Ja, natürlich. Ja. Ja, da hast du etwas Wichtiges angesprochen. Man sagt ja, dass eben der Plattenverkauf oder der CD-Verkauf irgendwo da abt, aber ihr beweist das Gegenteil. Oder wird eure Musik auch vielfach downloaded? Ich glaube, wenn du jetzt schaust, was für Leute das Il Divo hören, im Allgemeinen, haben wir mit dem ein bisschen weniger Probleme als wirklich die Popartisten, die vor allem bei den Teenagers und so weiter gelost werden. Weil die Jungen sind einfach gewöhnt, also erstens mal, was ich als Mensch immer sage, die Jungen sind sich nicht mehr gewöhnt, dass Musik Geld kostet. Die haben einfach eine Mentalität, dass Musik gratis ist. Weil das ist auf dem Internet und da gibt es alle die Apps auf dem Mobil, auf den iPhones und weiss Gott nicht was, wo du einfach alles, wenn du es willst, kannst haben. Und es kostet kein Geld. Und das sind die sich einfach gewöhnt. Unsere Konsumergruppe, glaube ich schon, die sind noch viel mehr von einer Generation, wo man CDs kauft. Das bin auch ich noch. Ich meine, wenn mir gewisse Musik von einer Gruppe oder etwas gefällt, dann gehe ich in den Laden und mir also die CD kaufen.
Und das ist die neue CD, die kann man tatsächlich kaufen. Seit gestern ist sie auch in der Schweiz erhältlich. Il Divo Greatest Hits. Ich musste schmunzeln, wo ich das gelesen habe. Weil du, oder ihr habt eigentlich the greatest hits of the greatest hits, oder? Könnte man fast sagen. Ja, das stimmt. Oder? Weil es hat doch eben ganz grosse Hits dabei. Don't Cry For Me Argentina, nur ein Beispiel. Und ein paar andere auch, die ihr neu vertont habt und damit quasi wieder zu einem Hit gemacht habt. Mhm. Ja, das ist schon ein Phänomen. Offensichtlich trefft ihr, wie du selber sagst, eine gewisse Gruppe, eine grosse Gruppe mit dieser Musik, die genau das sucht. Was macht es aus? Hast du eine Erklärung für das Rezept von Il Divo? Ich glaube, wo wir angefangen haben, eben vor etwa 9 Jahren, das ist einfach das ganze Pop-Business, Pop-Musik ist einfach irgendwie auf einem Stand gesehen, wo nicht mehr wirklich Musik gemacht worden ist, denkt mich. Alles war produziert, alles war gesampled, viel, viel elektronisch. Das ist überhaupt nicht mehr, wie ich mich erinnere, als ich Teenager war und Popmusik gelassen habe. Da habe ich irgendwie Phil Collins und Peter Gabriel und Mike Oldfield. Das sind alles Musiker, Sänger, Instrumentalisten, die Lieder geschrieben haben und die nachher interpretiert haben. Und das gibt es ja heute fast nicht mehr. Oder alles ist irgendwie Rap und House und weiss Gott nicht was. Und ich glaube, da war schon irgendwie in der Masse ein Hunger da für wirkliche Musik. Und ich glaube, dort haben wir einfach Glück gehabt, dass wir zu einem rechten Zeitpunkt am rechten Ort sind und das eingeschlagen haben. Und wie das eingeschlagen hat, und bis angefangen, das diskutieren wir gerade nachher. Dann, wenn wir schon von der Musik reden und eben auch von den Bühnenauftritten, haben wir einen kurzen Zusammenschnitt. Quasi das Potpourri, das man in Livo sieht, vor allem auch mit dem Urs Bühler zusammen mit anderen Weltstars. Ja, wie ist denn das für dich, Urs? Ich will mal behaupten, vor 15 Jahren hast du die Stars auch noch gekannt von CDs oder vom Fernsehen, Barbara Streisand oder Céline Dion. Die, die wir auch noch sehen, Leona Lewis ist noch ein bisschen jünger, die hat es damals noch nicht gegeben, also zumindest nicht als so erfolgreiche Sängerin. Und jetzt bist du da mit drin. Das ist, glaube ich, eines der eindrücklichsten Sachen, die wir halt erlebt haben. Wir haben in den letzten 9 Jahren so viele grosse, grosse Persönlichkeiten können gelernt, getroffen, eben wie Barbara Streisand, ich meine, Musikerin, Regisseurin, Schauspielerin von dem Kaliber, gibt es eigentlich nichts Vergleichbares mehr heutzutage. Und mit ihr eine ganze Nordamerika-Tournee zu machen, so für unsere Karriere vor allem, das war 2006, gewesen, natürlich eine grosse, grosse Ehre. Eine andere Céline Dion, so eine wunderbare Künstlerin und so eine wunderbare Person auch. Es ist sehr, sehr eindrücklich und wir haben auch neben diesen Leuten haben wir so viele andere Künstler getroffen und auch Staatshäupter, Präsidenten von Ost nach West und alles. Und das ist schon, muss ich sagen, das sind Erinnerungen, die ich also wirklich sehr, sehr wertschätze und die immer mit mir werden bleiben. Und das ist etwas, was mich einfach als Mensch viel reicher gemacht hat, glaube ich. Jetzt musst du auch sagen, wie es denn so weit gekommen ist. Du kommst aus Willisau, du bist musikalisch talentiert, du hast als Kind schon Musik gemacht, habe ich gelesen. Du hast vorhin ein paar Popstars erwähnt, wo du wahrscheinlich Musik kennt hast. Du hast selber Gitarre gespielt, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Hast in Bands gesungen, ich glaube sogar mal in einer Heavy-Metal-Band, oder? Hast ja, aber eine klassische Stimmausbildung, logischerweise, das hört man sofort. Und dann kommst du in das Projekt hinein. Mhm. Der Urs aus Willisau in London. Ja, das ist natürlich nicht direkt von Willisau zu Il Divo gegangen. Eben, ich habe in Willisau bin ich aufgewachsen und habe eigentlich meine ganze Jugend- und Teenage-Zeit dort gewohnt. Ich hatte, als ich 21 war, in Luzern an der Schulmusikakademie Schulmusik angefangen zu studieren. Und
Von rechts und links haben mir eigentlich ältere Studienkollegen und Lehrer haben mir empfohlen, meine Stimme professionell auszubilden, weil die einfach irgendwie rausgestanden ist. Also schöne Tenorstimme. Und das habe ich gemacht. Ich habe das klassische Gesangsstudium absolviert in Luzern und habe Gesangslehrer kennengelernt, den Deutschen, Udo Reinemann heisst er, und der hat in Amsterdam am Konservatorium unterrichtet. Und ich bin dem quasi nachgereist und auf Amsterdam gezügelt, wo ich etwa 25 war. Und habe dort am Konservatorium mein Studium auch absolviert und habe auch an der Oper in Amsterdam angefangen zu singen. Und ich glaube, bin ich anfangs 30 gesehen und dann habe ich eine Produktion von Samson vom Händel gesungen an der Oper und ein Kollege dort in der gleichen Produktion, das war ein englischer Counter dann gewesen. Und der hat mir von einem Vorsingen erzählt in London. Also als Casting sozusagen, oder? Ja, also der hat, es ist nicht, ich habe das eben schon öfters gehört, weißt, wenn man Casting sagt. Hat heutzutage ein bisschen schlechter Ruf mittlerweile. Denke die Leute an X-Factor, Deutschland sucht einen Superstar und diese Sachen. Es ist eigentlich für uns nichts anderes gewesen, als wenn du ein klassischer Sänger bist und wenn es in Berlin an der Staatsoper eine Zauberflöte macht, dann kannst du vorsingen. Und das ist für uns im Grunde genommen das Gleiche gewesen. Mit dem Unterschied, dass das Ziel eben ein Crossover-Projekt, wenn du so was sagen willst. Wie bezeichnest du den Stil denn? Es gibt verschiedene Bezeichnungen. Man redet über von Classic Pop oder Pop Classic, Crossover. Was ist es? Wie könnte man es eindeutschen? Wie könnte man dem ich weiß nicht, bezeichnen? Ich habe mir gefallen Crossover noch, wobei Crossover natürlich ein sehr weiter Begriff ist. Und Crossover könnte genauso sein. Das heisst ja nur, dass zwei Stile sind. Das könnte genauso Heavy Metal und Streichquartett sein. Oder? Ich weiß nicht. Für mich ist ganz klar, dass wir Popmusik machen. Ja. Weil wir singen überhaupt kein klassisches Repertoire. Also wir singen weder Mozart noch Puccini noch Verdi noch irgend so etwas. Wir singen Popsongs. Mit dem einzigen Unterschied zu allen anderen Popsängern, dass wir unsere klassische Stimmtechnik anwenden. Und das könnte man ja sagen, als Liebhaber von der klassischen Musik, von dem Genre, wo wirklich als klassisch bezeichnet wird, ist ja schade, dass einer, der ja offensichtlich so eine spezielle Tenorstimme hat, jetzt im Pop gegangen ist. Der Gott ist halt, der sieht man nicht in Zürich im Opernhaus auf der Bühne. Ja, das, weißt, das ist etwas, was wir uns immer gesagt haben, das läuft nicht davon. Kann man da wieder zurückwechseln? Das weiss ich nicht. Ich glaube, man muss sich beweisen. Wahrscheinlich noch mehr, oder? Ja, vielleicht sogar noch mehr. Man muss sich wieder beweisen, natürlich in der klassischen Welt und in der klassischen Musikszene. Aber ich bin jetzt anfangs 40 und das ist für einen Tenor noch nicht alt. Bei weitem nicht. Also, wenn ich jetzt 10 Jahre Il Divo gemacht habe und möchte aussteigen. Ich müsste daran arbeiten, wieder ins klassische Geschehen hineinzukommen. Aber altersmässig wäre da überhaupt keine Barriere da, glaube ich. Wie viel haben sich beworben denn für die 4 Jobs innerhalb von Il Divo? Ich habe gehört, etwa 300 Leute. Ja, 4 haben wir genau, nur ein Tenor. Wir haben natürlich geschaut, dass es nicht 4 Tenöre sind, logischerweise. Die, die etwas verstehen von der Gesangskunst, wissen das. Und du bist da drin als einziger Schweizer, ihr seid eine multinationale Truppe. Wie muss man sich denn den Kontakt untereinander vorstellen? Das ist vor allem am Anfang ganz lustig gewesen, weil Englisch ist die einzige Sprache, die wir alle 4 reden. Das verbindet euch, oder? Ja, quasi. Und dazwischen natürlich viel besser als an dazu mal. Und vor allem der Spanier und der Franzose sind also der englischen Sprache nicht so mächtig gewesen, oder? Und da haben wir natürlich auch alle unsere kulturellen Hintergründe, wie wir auch kommunizieren. Und als Schweizer ist mir im Allgemeinen relativ anständig und so weiter. Als Spanier ist mir ein bisschen lauter und es fallen ein bisschen härtere Wörter, das ist einfach in der Kultur. Oder? Aber wenn du das eben alles musst auf Englisch übersetzen, dann gibt es da viele Reibungen und viele Missverständnisse. Und das ist also, das hat zu einigen Szenen geführt am Anfang. Und inzwischen geht das sehr gut und inzwischen können wir einander natürlich auch so gut. Wir sagen immer, wir sind wie Brüder. Und ich kann wirklich, ich kann das nicht besser beschreiben. Es ist einfach irgendwie, wir 4 gehören zusammen, wir 4 sind Il Divo. Das haben Beatles damals auch gesagt am Anfang. Wir 4 gehören zusammen. Wir sind schon viel länger zusammen als Beatles ja, je zusammen sind. Wir sind auch länger zusammen als die klassische Boygroup, also klassisch im Sinne von Pop, oder? Das wäre so Take That. Da haben die auch überholt, die haben einen langen Unterbruch mal gehabt. Oder? Ja, ja, also dann, ja. Ihr macht das vor, dass man als einem Alter, wo die Frauen, also die Frage ist direkt jetzt mal so gestellt, kreist man auch für euch? Ja.
Das machen sie auch. Ja. Ja. Das kommt sehr darauf an, bei welchem Land. Das ist ja auch ganz lustig. Ja. Wie ist denn das, wenn Frauen so kreischen und du singst? Weil du bist ja, jetzt hast du gesagt, Anfangs 40. Ich meine, wenn es beim Robbie Williams immer noch kreischt, dann ist es immer noch halbwegs Nostalgie, oder? Ja, klar, klar. Das kommt ein bisschen darauf an, wie alt die Frauen sind, die kreischen. Weil das geht auch, das staunst du, das geht wirklich von jung bis alt. Alle kreischen. Das kreischt immer noch, ja. 0848 88 24 24, bitte nicht kreischen. Also, man kann aber Fragen stellen und bis sie sich entschieden haben, die Frage zu überlegen, sie auch zu stellen, da ist nochmal der Hinweis auf die neue aktuelle CD, Greatest Hits, und dazu gibt es natürlich auch einen Videomitschnitt, den wir gerne da präsentieren mit dem Ausbühler. Also immer ein riesen Spektakel, wenn ihr da auftretet. Schon, ja. Es erinnert mich natürlich auch an die Zeiten 1990 von den Three Tenors, oder? Mhm. Pavarotti und Co. Sind das so ein bisschen vorläufig? Die haben zwar nicht in erster Linie Pop gesungen, sondern ihr klassisches Repertoire halt live auf einer Bühne, damals Fußball-WM in Italien. Mhm. Kann man die als Vorbilder für euch bezeichnen? Ich glaube, das war schon eine der Hauptinspirationen für das ganze Il Divo ins Leben zu rufen. Ich glaube, dass Simon Cowell, der ja die Initiative genommen hat, die Gruppe zusammenzustellen, ich glaube, soviel ich weiss, er hat die drei Tenöre gehört, er hat Andrea Bocelli gehört, ja, aber er hat keine Ahnung von klassischer Musik. Oder, und das ist auch nicht die Musik, die er lässt. Aber er hat das Gefühl gehabt, das sind super Stimmen, und wenn jetzt die Stimmen, die Musik würde ich singen, die ich gerne höre. Das ist die Idee gesehen. Ganz kurz, der Simon Cowell, das ist natürlich der Mann, der das Ganze weltweit initiiert hat. Also nicht nur in Großbritannien, jetzt ist er auch seit einiger Zeit in Amerika. Der gilt eigentlich so ein bisschen als der grosse Macher von diesen Castings, muss man sagen. Oder? Ja, klar. Ja, Castings. Also ihr seid, wenn ich es ein bisschen negativ würde, will ich ausdrücken, auch noch der Retorte. Oder? Also man hat es bewusst so konzipiert, man braucht so eine Gruppe wo, mit so wunderschönen Stimmen, wo dann das Pop-Repertoire in so dem Brimborium mit einer ganzen Aufmachung präsentiert. Das war klar Plan gewesen. Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass nicht so ein klares Konzept rum war. Ja. Eben nicht mehr im Grunde genommen, als ich dir das gerade gesagt habe. Stimmen und Musik. Und wenn wir jetzt das zusammenbringen, was würde das geben? Was wir haben einander ja das erste Mal getroffen, einen Tag bevor wir angefangen haben, aufnehmen mit der ersten Platte. Und wir haben wirklich eine Handvoll von Demos gehabt. Und die haben uns gesagt, mach jetzt schöne Musik. Und von dort haben wir den Ball genommen und gespielt. Oder? Und, eben, und ich muss sagen, am Anfang war das ganz klar gewesen, weil ja da für uns überhaupt keine Vorbereitungszeit war. Ist eigentlich auch alles diktiert worden. Eben, welche Songs das man macht und was da auf die Platte kommt und so weiter. Aber das hat sich dann mit der Zeit schon, haben wir uns natürlich sehr, sehr stark verselbstständigt. Wir müssen euch ja auch ein bisschen verändern, weil auch wenn zum Teil Hits drauf sind, die schon Evergreens sind, ihr glaube, da braucht es auch in eurer Branche eine gewisse Inspiration. Das Handwerk ändern oder Stimmwerk, müssen wir da sagen. Wir kommen gerade darauf zurück. Zuerst wollen wir das Wort an Marco aus Zürich geben. Marco? Offensichtlich nehme ich an, Marco gehört. Ja, doch, da ist er. Hallo? Ja. Erstmal ein Kompliment an Urs für deinen Erfolg. Und zweitens wollte ich mal fragen, wenn Gruppe Il Divo wieder einmal in Zürich im Hallenstadion spielt. Wahrscheinlich im 2014. Weil neben nächstes Jahr haben wir vor allem geplant, wieder eine Platte aufzunehmen. Und wir haben gewisse Tourneeaktivitäten im März, April, Mai.
aber kommen wir leider nicht in die Schweiz. Aber dann 2014 planen wir schon das neue Repertoire, das wir dann nächstes Jahr aufnehmen, wieder in die Welt rauszutragen. Und dann können wir sicher wieder gerne die Figur auch zeigt, wenn wir dann dort wieder dabei sein würden, müssen wir sehr schnell sein, glaube ich, im Ticket kaufen, oder? Das geht in der Schweiz aller Rassig, ja. Da bin ich immer sehr stolz drauf. Zum Beispiel der Herr Eckenberg, vielleicht ist er dann auch dabei. Sie haben eine Frage an Urs Bühler. Hören Sie uns? Ja, Eckenberg. Guten Abend, Herr Bühler. Ich wollte Sie eigentlich fragen. Sie kommen ja aus dem Emmental, aus dem Entlebuch Emmental, und das ist eigentlich die Wiege des Jodelgesanges. Und der Jodelgesang ist etwas, was eigentlich mir sehr nahe ist und gar näher ist als klassische Musik. Und ich wollte fragen, wie Sie da dazu stehen. Ich habe natürlich Onkeln und Tanten und Nachbarn, die in der Jodelchör waren, in Zwillisau und in der Umgebung. Und das ist natürlich schon Musik, die ich von kleinem Kind auf immer gehört habe. Und das ist, für mich ist das, wie wenn ich mich erinnere, als ich ein Bub war und Zwillisau auf dem Balkon gesessen bin und am Abend ein Alpborn gehört habe spielen. Und das ist einfach eine sehr, sehr romantische Kindheitserinnerung. Und das ist etwas, das ich nie möchte missen aus meiner Erinnerung. Wo geht die Reise an? Oder um auf meine Frage zurückzukommen, was könnte verbessern? Was kann ich lieber anders noch machen? Ich glaube, mit der Greatest Hits CD tun wir doch irgendwie mehr oder weniger eine gewisse Phase abschließen, wo wir einfach Repertoire rausgepflückt haben, das wäre ein guter Song und das wäre ein guter Song, und dann haben wir irgendwie 10, 12 von denen genommen und auf ein Album getan. Und wir haben jetzt eigentlich genug gemacht von dem. Ja. Und was wir jetzt in Zukunft machen, ist mehr ein bisschen konzeptionell, also einen gewissen Musikstil wählen oder vielleicht sogar einen gewissen Komponist und einfach, das ist gespannt. Ja, mehr ein einheitliches Werk schaffen. Das ist also der Blick in die Zukunft von Il Divo. Das ist die CD, die wir gerne verschenken. 3 CDs haben wir da von Greatest Hits. Zurzeit in der Läden schicken Sie ein E-Mail an win@telezuri.ch. Danke vielmals für den Einblick in deine Karriere. Alles Gute, du wohnst in London, gross auf London, und mit Ihnen viel Erfolg da mit Il Divo. Vielen herzlichen Dank. Das war der Urs Bühler. Danke für die Aufmerksamkeit.